Das Shapeshifter-Event geht in eine nächste Runde. Und zwar diesmal auch mit Hero Shapeshifter-Karten. Hier sind einige richtig krasse Karten dabei und eben auch eine neue SBC, und zwar zu Solskjaer. Der Norweger hat ja lange in der Premier League gespielt und neben seiner normalen Hero-Karte gibt es eben den Shapeshifter-Hero. Wie auch schon bei vergangenen Shapeshifter-SBCs hat man hier die Wahl zwischen zwei Versionen, nämlich einen ZOM und einen linken Flügel. Wir schauen uns beide Karten mal kurz an. Generell hat Solskjaer vier schöne Skills und vier schöne Rickword, was jetzt mittlerweile nicht mehr ganz so gut ist. Dann hat er die Arbeitsraten hoch-mittel, das ist natürlich vollkommen in Ordnung. Als Bodytype hat er nur Average, das ist in der Phase des Spiels echt nicht mehr sowas Nices. Schauen wir uns zunächst den ZOM an, der hat ja auch einen kleinen Vorteil im Vergleich zum Außenspieler, zentrale Karten kann man immer besser in ein Team einbauen. Relativ auffällig ist hier, dass die Karte mit 90 Tempo nicht ganz so schnell ist. Die meisten Karten haben hier einfach deutlich mehr Tempo. Der Rest sieht natürlich richtig gut aus, anders kann man das aber auch nicht erwarten. Insgesamt gefällt uns die Karte jetzt aber echt nicht so gut. Der linke Flügel sieht schon besser aus, er hat ein richtig starkes Tempo und auch die Schusswerte sehen überragend aus. Der lange Pass könnte besser sein und auf jeden Fall ist auch die Beweglichkeit und die Balance nicht ganz so gut. Mittlerweile haben die meisten Karten hier einfach deutlich bessere Werte. Bei den beiden Karten geht unsere Tendenz auf jeden Fall eher zum linken Flügel. Beim linken Flügel würden wir einen Engine Chemistry Style geben, so kann man vor allem die Dribbling-Werte nochmal weiter verbessern. Beim ZOM macht auf jeden Fall ein Hunter Sinn, vor allem wegen dem Tempo. Verlinken kann man die Karte natürlich richtig gut, vor allem mit Premier League Spielern. Ein Strong Link zu jeder anderen Premier League Karte ist eben schon was richtig krasses. Ein Perfect Link hat Solskjaer auch noch zu Ødegaard, ansonsten passt er aber in jedes Premier League Team. Für die SBC hast du noch 13 Tage Zeit, du musst 3 Teams abgeben, laut Footbin kostet das satte 450.000, das ist schon eine ganz schöne Menge. Schauen wir uns jetzt zunächst ähnliche Spieler vom linken Flügel an. Hier gibt es Carrasco Tots für nur 70.000 oder auch Terrier für knapp 70.000. Die sind vor allem beim Schuss noch ein bisschen schlechter. Ein bisschen teurer, aber dafür aus der Premier League ist Gabriel Martinelli in der Fantasy-Version für 265.000. Wenn dir unsere Videos gefallen, dann lass doch gerne mal ein Like und ein Abo da. Schauen wir jetzt nochmal konkret in die Premier League. Hier gab es die Vardy SBC für über 300.000, der hat schon ziemlich ähnliche Werte, aber einen besseren Bodytype und 5 Sterne Weakfoot. Das Video zu ihm kannst du dir gerne nochmal anschauen. Dann gibt es Sonntots für 270.000, der hat auch wie Vardy 5 Sterne Weakfoot. Und ziemlich teuer ist noch Rashford für über 1 Million, der hat halt die 5 Sterne Skills. Sollte man SBC also eher machen oder lassen? Wir sind hier eher bei einem Lassen. Wenn man eine Version machen möchte, dann auf jeden Fall den linken Flügel, der hat einfach bessere Werte. Ansonsten ist uns die SBC für die Werte einfach zu teuer. Hier kann man vielleicht eher dann noch die Vardy SBC machen, die Karte finden wir nicer. Mittlerweile kommen echt richtig starke Karten raus, deshalb werden demnächst auch noch nice SBCs rauskommen. Also spar dir dein SBC-Futter lieber auf. Was ist deine Meinung? Schreib uns das gerne mal in die Kommentare. Lass jetzt noch ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video.